Hallo, mein Name ist Max Hofschen und bei mir geht es heute um Kernphysik. So, und bevor wir jetzt erstmal mit der wirklichen Kernphysik beginnen können, also wie sich irgendwie solche Kerne verhalten und was man mit denen eigentlich alles machen kann und was mit denen vor allen Dingen passiert, müssen wir erstmal den Aufbau von einem Atom verstehen und kennen. Und zwar ist der Aufbau eigentlich relativ simpel. Und zwar haben wir einmal, man kann man sich so ein bisschen vorstellen wie eine Kugel, also es ist jetzt nur zweidimensional gezeichnet, deshalb ist es ein Kreis. Das ist die Atomhülle und die Hülle hat so eine Größenordnung von ca. 10 hoch minus 10 Metern. Und in der Mitte haben wir einen Kern, der ist viel, viel kleiner. Und der Kern hat eine Größenordnung von ca. 10 hoch minus 15 Meter. So, was befindet sich jetzt in diesen Dingern? Also grundsätzlich, dieses Modell hat festgestellt Rutherford im Jahr 1917. Das heißt, er hat eine dünne Goldfolie, wo nur wenige Atome, die waren nur wenige Atome dick, und hat dort Teilchen durchgeschossen und dabei ist aufgefallen, dass nur ganz wenige reflektiert werden. Was den Schluss eben nahelegt, dass wir in der Mitte einen ganz, ganz kleinen Kern haben, was wir heutzutage sehr, sehr sicher wissen. Wir haben einen ganz, ganz kleinen Kern und ansonsten haben wir eine Hülle. Und durch die Hülle können aber die meisten Teilchen einfach hindurch fliegen. So, was befindet sich denn eigentlich in diesem Atom? Aus was ist es aufgebaut? Wir haben da einerseits haben wir dort die sogenannten Nukleonen. Sind die sogenannten Kernteilchen und zwar haben wir da Neutronen. Und dann haben wir Protonen. So, und zusätzlich haben wir, also das hier sind die Kernteilchen. Und dann haben wir zusätzlich noch Elektronen. So, was ist denn der große Unterschied zwischen den Teilchen? Wir haben einerseits Neutronen, das sind neutral geladene Teilchen. Das heißt, die haben keine Ladung. Und dann haben wir Protonen, die haben eine einfach positive Ladung. Die Elementarladung kennt ihr vermutlich, die wird auch bezeichnet, abgekürzt mit E. Wenn ihr dazu genaueres wissen wollt, dann müsst ihr den Vortrag Elektrodynamik 1 euch anhören. Dann haben wir einmal Protonen, die sind einfach positiv geladen und Elektronen, die sind einfach negativ geladen. Elektronen sind auch die Teilchen, die in einem Stromkreis dafür sorgen, dass wir praktisch ein Stromfluss sind. Das sind die Teilchen, die wirklich fließen im Stromkreis. So, und zwar haben wir praktisch hier irgendwie Elektronen und da in der Mitte irgendwie Neutronen und Protonen. Und die Neutronen und Protonen sind nach dem sogenannten Tröpfchenmodell angeordnet. Das heißt, wir stellen uns vor, wir haben praktisch ganz viele kleine Kugeln und die werden irgendwie zusammengestapelt. Oder wie so eine dichteste Kugelpackung. Und dann haben wir praktisch wie einen großen Ball aus Kugeln. Also wir haben jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt hier einfach einmal hier so einen Kern malt, schreibt das mal drüber, dann haben wir praktisch hier drin irgendwie so Neutronen, noch ein Neutron, noch ein Neutron, noch ein Neutron. Haben wir irgendwie jede Menge Neutronen, die das hier voll machen und jede Menge Protonen. Die sind meinetwegen jetzt mal rot. Die kürze ich jetzt mal der Einfachheit halber nur mit P ab. Normal kürzt man die hier mit P plus ab, um zu signalisieren, dass die eine einfache positive Ladung haben. Und das ist dann praktisch so ein Ball aus jede Menge so Kugeln und der hält irgendwie zusammen. Jetzt ist die Frage natürlich, wie hält der zusammen und warum hält der zusammen? Weil, wer in Elektrodynamik auch war, weiß, dass sich zwei positive Ladungen voneinander abstoßen. Das heißt, eigentlich müsste der ja auseinanderfliegen, weil wir haben Protonen so eng aufeinander, also positive Ladungen so eng aufeinander, die Elektronen schwirren hier draußen irgendwo rum. Das heißt, werden zwar von dem Kern natürlich angezogen, aber die Elektronen kommen auch normal nicht in den Kern. Und deshalb haben wir praktisch. Da drin muss irgendeine Kraft wirken, die das Ganze trotz alledem zusammenzieht. Und das ist die sogenannte starke Kernkraft. Die wirkt nur auf ganz, ganz nah, auf ganz, ganz kurze Strecken, also von hier zum Beispiel, von dem Neutron zu dem Proton, also so
die benachbarten Nukleonen haben so eine starke Kernkraft. Diese starke Kernkraft sorgt eben dafür, dass dieser Kern zusammengehalten wird. Die wirkt allerdings nur sehr kurz. Und jetzt, auch wenn die sehr, sehr stark ist und wenn die diese Coulombsche Abstoßung übersteigt bei weitem, haben wir immer noch nicht das Problem gelöst, dass trotzdem Coulombsche Abstoßung da drin stattfindet und dass natürlich das eine gewisse Instabilität dieses Kerns hervorruft. Und das ist dann auch schon Teil der ganzen Geschichte von, was denn so mit Kernen passiert in Sachen dazu. Aber später, jetzt erkläre ich euch kurz eben noch, wie man so Kerne notiert, damit wir gleich besser oder schneller weitermachen können, denn das ist auch noch so eine Grundwissensgeschichte. Und zwar notiert man so einen Kern in so einer Schreibweise oder vielmehr ein Atom. Und zwar schreibt man zum Beispiel, ich male jetzt mal das klassische Kohlenstoffatom auf. Zwar haben wir da praktisch, sieht so aus. Was haben wir da? Wir haben hier, haben wir einmal die Ordnungszahl. Die Ordnungszahl gibt uns an, wie viele Protonen das hat. Deshalb wird sie oft auch als Kernladungszahl bezeichnet. Dann haben wir hier oben die Nukleonenzahl. Die Nukleonenzahl gibt an, wie viele Teilchen wir im Kern haben. Also effektiv kann man mit der Nukleonenzahl sich dann ausrechnen, wie viele Neutronen in einem Kern sind, weil man hat ja die Ordnungszahl auch gegeben. So, und wie viele Elektronen sind jetzt dann? Naja, wenn wir ein normales Atom haben, dann ist das neutral geladen nach außen. Also sind da genau 6 Elektronen drin, damit sich die beiden Ladungen aufheben. Wenn dem nicht der Fall ist, das heißt, wir irgendwelche Ladungsgeschichten wir da haben, dann macht man das so, indem man hier zum Beispiel sowas hinschreibt. Wenn jetzt hier 2 plus steht, heißt das, dass das praktisch zweifach positiv geladen ist. Zweifach positiv heißt, wir haben 2 Elektronen zu wenig. Wir haben praktisch 6 Protonen und nur noch 4 Elektronen. Das heißt, wir haben 2 plus. Wichtig ist, das bedeutet nie, dass irgendwie Protonen verloren gehen. Es können nur irgendwie Elektronen in der Hülle fehlen. Genau. Das hier ist praktisch die Ladung. Und dann haben wir natürlich das, was in der Mitte steht. Das C, das ist das Elementsymbol. Die Elementsymbole kommen alle irgendwie aus dem Lateinischen, geht von C über U, für Uran kennt man vielleicht, O kennt man für Sauerstoff, H ist Wasserstoff, die findet man im Periodensystem, die kennt man irgendwann oder man muss sie halt in der Formelsammlung nachschlagen, genauso wie die Ordnungszahl. So, und da sind wir auch schon bei der Definition von einfach ein paar verschiedenen Begriffen. Und zwar haben wir da einmal ein Element. Ein Element ist immer Element oder Atome eines Elements sind alle Atome, die die gleichen Ordnungszahl haben. Also alle Atome eines Elements haben die gleiche Ordnungszahl. So, dann haben wir außerdem den Begriff Nuklid. Ein Nuklid ist einzigartig durch seine Ordnungszahl und seine Nukleonenzahl. Das heißt, ein Nuklid ist, also Atome eines Nuklids haben praktisch sowohl die gleiche Ordnungszahl als auch die gleiche Nukleonenzahl. So, und dann haben wir noch den Begriff Isotop. Der kommt öfters vor, vielleicht habt ihr den auch schon mal gehört. Isotop oder als Isotope bezeichnet man Elemente, die praktisch die gleiche Ordnungszahl haben, aber verschieden viele Neutronen. So, genau. Das heißt, ich habe zum Beispiel Kohlenstoffisotope, wären zum Beispiel Kohlenstoff 12, Kohlenstoff 13, Kohlenstoff 14 zum Beispiel. Das sind die sogenannten Kohlenstoffisotope, nicht Kohlenstoffnuklide.
Und all diese Isotope gehören praktisch einem Element an. Das habe ich gerade schon gesagt, ganz oft schreibt man das auch anders, vor allen Dingen im Fließtext. Wenn die Sachen keine Ladung haben, dann schreibt man oft für das hier zum Beispiel einfach C12 oder Kohlenstoff12. Das ist die ausführliche Variante. Und dabei gibt das C oder das Kohlenstoff gibt natürlich an, welches Element wir hier haben, also eben den Kohlenstoff. Und das 12 gibt praktisch die Nukleonenzahl an. Dadurch können wir halt das Atom oder die Atomkernsorte auf alle Fälle ganz sicher bestimmen, ohne irgendwelche Probleme. Und wissen das dann eben. Und das Einzige, was halt offen bleibt, ist die Ladung. Die wird im Fließtext dann oft auch noch erwähnt, weil das hier ist irgendwie so blöd in den Fließtext zu schreiben. Das schreibt man in erster Linie dann in den Reaktionsgleichungen hin. Und da wären wir dann auch schon bei den Arten von Kernreaktionen. Und zwar, wie vorher schon erwähnt, ist das hier nicht immer stabil. Wenn das einfach zum Beispiel zu viele Protonen sind und der Kern zu groß wird, dann halten zwar immer die Einzelnen aneinander, aber das hindert ja nicht das Proton davon, das Proton da oben abzustoßen. Da wirkt aber die starke Kernkraft überhaupt gar nicht mehr so stark. Und das heißt vor allen Dingen Elemente mit vielen Protonen, auch wenn die viele Neutronen haben, die praktisch dazwischen irgendwie stecken, irgendwann, wenn Kerne zu groß werden, werden sie einfach instabil. Und dann gibt es den sogenannten radioaktiven Zerfall. So, was ist der radioaktive Zerfall? Beim radioaktiven Zerfall ist ein Element irgendwie, vielmehr ein Nuklid irgendwie nicht stabil und dann zerfällt es spontan. Das heißt, das kann keiner voraussagen. Also so, heute um 18 Uhr zerfällt genau dieses Atom. Das funktioniert einfach nicht, sondern es zerfällt spontan und dann zerfällt es halt. Und zerfallen heißt, dass irgendwie sich zum Beispiel ein Neutron in ein Proton umwandelt oder andersrum oder dass zum Beispiel ein sogenanntes Alpha-Teilchen abgespalten wird. Das ist ein Heliumkern, also zwei Neutronen und zwei Protonen. Und durch diesen Zerfall kann es sich dann praktisch stabilisieren nach und nach. Und wenn es dann praktisch das zerfällt dann hat man den vom Mutternuklid, also das, was man ursprünglich hatte, schon ein Tochternuklid. Und dieses Tochternuklid muss dann auch nicht streng genommen stabil sein, sondern das kann dann halt einfach wieder zerfallen. Und so generiert man dann ewige Zerfallsreihen. Nun aber mal zu einem akuten Beispiel vom Zerfall. Und zwar nehmen wir hier das 224er, muss ich selber nachgucken, 86er Radium ist es, glaube ich, nicht Radon, eins von beiden. Und das macht jetzt bei uns in diesem Fall einfach einen Alpha-Zerfall. Welche Zerfälle was macht, kann man immer einfach nachgucken, muss man auch nachgucken. Das weiß man bei so ein paar Einzelnen auswendig, aber nicht bei allen. Und dann wir spalten da praktisch jetzt zwei Neutronen und zwei Protonen ab. Das heißt, wir haben jetzt nur noch 220 Nukleonen, weil es fehlen ja vier. Und wir haben jetzt auch nur zwei Protonen, also uns fehlen halt auch zwei Protonen, das heißt, unsere Ordnungszahl sinkt um zwei. Dadurch ändert sich natürlich das Element. Das ist jetzt in dem Fall dann Polonium, also PO. Und das ist zweifach negativ, weil dieses Alpha-Teilchen wegfliegt, ohne irgendwelche Elektronen mitzunehmen. Also wir haben praktisch da zwei Elektronen, die einfach noch zusätzlich da sind, weil ja vorher das normal geladen war. Und das Alpha-Teilchen ist praktisch zweifach positiv. Das kann man auch als Helium, also eigentlich ist es ein Heliumkern, aber man schreibt es dann oft so eben als Alpha-Teilchen und diese 4,2 sagt eben genau wieder wie hier das aus. Das ist im Übrigen auch der Grund, weshalb ich hier schon 1,0n hingeschrieben habe, also ein Nukleon, keine Ordnungszahl oder Ordnungszahl 0, weil wir ja kein Proton in dem Kern haben. Das ist dann ein Neutron oder 1,1p+. Und Elektron ist eben weder, ist halt kein Nukleon, deshalb 0,0. So, genau. Und jetzt kann man, da gibt es eine Beschreibung, und das hat man herausgefunden, dass es eine sogenannte Halbwertszeit gibt. Das heißt, wenn man jetzt eine gewisse Menge von diesem Nuklid nimmt, dann ist nach der Hälfte, ist nach einer gewissen Zeit genau die Hälfte davon zerfallen. Und damit kann man dann halt rechnen, wann wie viel noch über ist und wie viele Zerfälle eigentlich gerade momentan geschehen und jede Menge solche
Schichten. Das findet man dann aber ausführlicher im Skript, was unten in der Videobeschreibung ist, und dann aber halt auch in den Orpheus-Seminaren kann man das dann auch noch genauer erfahren, wie man damit dann eben auch rechnen kann. So, dann kommen wir als nächstes zur Kernspaltung. Grundsätzlich, Kernspaltung findet im berühmt-berüchtigten Kernkraftwerk statt. Mit Kernspaltung kann man Energie gewinnen. Kernspaltung ist erstmal der Prozess, wenn man in irgendein Element sich nicht praktisch durch einen Zerfall, weil es ist instabil und es zerfällt irgendwie nicht mit irgendwie durch Abspaltung von einem Alpha-Atom oder so, sondern es bricht praktisch in der Mitte auseinander in mehrere Teile. Und es gibt auch nie eine genaue Regel, in welche Teile es wann zerbricht. Da gibt es halt nur Statistiken wieder darum, in welche Elemente das vermutlich zerbricht. Und zwar haben wir da jetzt in diesem Fall 239 94er Plutonium. Und das, auf das schießen wir jetzt ein Neutron, weil dieser Zerfall findet, also diese Spaltung findet sehr schnell statt. Das heißt, wenn wir die künstlich erzeugen wollen, dann schießen wir da irgendwie ein Neutron zum Beispiel dazu. Und dadurch generieren wir, das ist im Übrigen der gleiche Reaktionsfall, den ihr aus der Chemie kennt, den malt man immer bei Kernreaktionen hin. Bei Zerfällen macht man noch drüber, was für ein Zerfall es ist. Habe ich dann plötzlich 240er, 94er. Plutonium, und das hier ist einfach überhaupt gar nicht stabil. Und dementsprechend zerreißt es auch sofort. Also das hier ist eigentlich, also wenn man es ausführlich schreibt, schreibt man es so, muss man aber oft gar nicht dazu schreiben, weil einfach klar ist, dass das dann zerplatzt. Und zwar generieren wir dabei dann hier in diesem Fall ein 144er Barium und ein 38er, ich meine, es ist Strontium, wenn ich mich nicht täusche, und dazu zwei Neutronen. Grundsätzlich, man schreibt praktisch, wenn das irgendwie mehrere davon sind, schreibt man einfach eine Zahl davor, das ist, wie ihr das aus der Chemie kennt. Grundsätzlich kann man immer, ist immer ein guter Anhaltspunkt, wenn vorher genauso viele Teilchen da sind wie nachher. Also es kann bei Zerfällen mal passieren, dass irgendwie sich ein Neutron in ein Proton umwandelt oder irgendwelche komischen Dinge passieren. Aber vor allen Dingen bei der Kernspaltung darf einfach nichts verloren gehen. Also ich muss es zumindest begründen können, wenn irgendwas verloren geht. In der Regel geht aber nichts verloren. Wir haben hier 94 Protonen, da 94 Protonen. Wenn man die zwei Zahlen aufeinander addiert, haben wir auch 94 Protonen. Und wenn man jetzt hier die Neutronen aufeinander addiert, 240, und die zusammenzählt und zweimal der, kommt man auch auf 240. Damit ist es praktisch gegeben, dass wir auch nichts verloren haben, weil Teilchen verlieren, auch wenn es spannend wäre, gibt es eigentlich dort nicht. Genau, und dann haben wir noch als letzte Kernreaktion haben wir noch die Kernfusion. Von der Kernfusion habt ihr vielleicht auch schon mal was gehört, findet unter anderem in Sternen statt und in unserer Sonne, also dass wir Tageslicht haben, liegt an Kernfusion. Und ihr habt sicherlich vielleicht eventuell auch schon was gehört vom Kernfusionskraftwerk. Das ist das, woran man gerade forscht, um mit Kernfusion Energie zu gewinnen, anstatt mit Kernspaltung. Also Energie gewinnen, wie die Sonne das macht, das ist natürlich nicht so ganz einfach und da wird auch viel dran geforscht. Aber jetzt erstmal zum Konzept, und zwar Fusion, das heißt fusionieren, das heißt wir verschmelzen zwei Kerne. Das heißt, wir nehmen jetzt in dem Fall schweres Wasser, also schweren Wasserstoff, also Deuterium. Das ist praktisch ein Wasserstoff mit einem Neutron. Und wir nehmen Lithium. Und wenn wir die beiden Kerne jetzt zusammenbringen, entsteht Beryllium und ein Neutron. Auch was hier jetzt wieder genau entsteht, das ist einfach Wissen, das kann eigentlich keiner voraussagen. Also euch wird keiner fragen, so, wir fusionieren das, was kommt denn da raus? Außer ihr habt das irgendwie mal gelernt. Man kann sich da natürlich mit der Zeit was zusammenreimen, aber effektiv muss man das immer wissen, was da rauskommt.
So, genau. Und jetzt haben wir praktisch hier was fusioniert. Das heißt, die zwei Kerne sind zusammengekommen. Wir haben zwar auch zwei, die rauskommen. Dabei wird halt irgendwie ein Neutron hat halt in dem Beryllium-Atom keinen Platz. Also schreiben wir es dahinter. Genau. Und das ist halt praktisch jetzt eine Fusion. Bei der Fusion ist im Übrigen deutlich komplizierter als die Kernspaltung, weil bei der Kernspaltung schießen wir einfach was rein und dann macht es buff und das Ding zerplatzt. Bei der Kernfusion muss man ein bisschen Energie aufwenden. Das liegt einfach daran, da wir ja die Coulombsche Abstoßung haben. Also irgendwann greift zwar die Kernkraft, aber wir müssen ja die beiden Atomkerne erstmal so nah zusammenbringen, dass die überhaupt greifen kann. Und damit sind wir auch schon bei der Energie. Was ist zu Energie- und Kernreaktionen zu sagen? Interessanterweise, um einfach mal nochmal zum Atomkern zu kommen, wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Atom hier nehme und 6 Neutronen und 6 Protonen, wenn ich das könnte, einzeln auf die Waage lege und dann daneben ein Kohlenstoffatom auf die Waage, ein Kohlenstoffkern auf die Waage lege, also Elektronen jetzt mal einfach vorne weggelassen, dann werde ich merken, dass der Kern leichter ist als die Einzelteile. Das klingt jetzt erstmal sehr komisch und es ist auch erstmal sehr komisch. Es liegt in erster Linie daran, dass wir einen sogenannten Massendefekt haben. Das heißt, durch die Bindung wird praktisch Masse in Bindungsenergie umgewandelt. Und die Bindungsenergie ist dann negativ, da sie praktisch in dem Moment, in dem wir praktisch solche Teilchen zusammenbinden, entsteht meistens irgendwie halt Energie nach außen. Also wenn wir jetzt praktisch so ein Atom zusammenbauen, entsteht Energie. Und diese Energie ist praktisch als negative Bindungsenergie für das Atom praktisch bestimmt. Und das ist praktisch der Massendefekt. Und das rechnet man aus, das ist die sogenannte Massenenergie-Äquivalenz. Und das ist die ganz berühmte Formel, die ihr sicherlich schon mal im Physiksaal gesehen habt. E ist gleich mc², das ist die Massenenergie-Äquivalenz. Und mit der kann man eben bestimmen, bei dem und dem Massendefekt habe ich dann so und so viel Bindungsenergie. Und Bindungsenergie ist eben immer negativ. Und das ist jetzt auch das, was wir hier machen und was das auch bringt. Also dadurch, dass nicht jedes Atom einen gleich starken Massendefekt hat, können wir uns praktisch, dadurch, dass wir Kerne spalten oder Kerne fusionieren, kann praktisch die Bindungsenergie sinken, weil sie ja negativ ist, also der Betrag der Bindungsenergie steigt und dadurch wird dabei Energie gewonnen. Was so viel heißt, wie in dem Moment, in dem man praktisch solche Kerne irgendwie umbaut, fusioniert, spaltet, ändert sich der Massendefekt und durch die Änderung des Massendefekts kann man daraus praktisch Energie ziehen oder man muss eben Energie reinstecken, damit das eben passieren kann. Und eine der entscheidenden Elemente bei der ganzen Geschichte ist Fe 56, also das Eisen 56, das Eisenisotop 56. Und das ist sehr, sehr wichtig in der Hinsicht, da es das Element ist mit der höchsten mittleren Bindungsenergie pro Nukleon. Wenn ihr jetzt aber wissen wollt, wie das genau funktioniert und warum das so ist, aber was das zur Folge hat, solltet ihr euch auf alle Fälle das Skript anschauen oder auch zum Seminar kommen. Da erklären wir euch dann ausführlich, was unter anderem das hier macht. Und wir machen vor allen Dingen Rechnungen zu den ganzen Sachen. Also wir machen Rechnungen, was ist energietechnisch los beim radioaktiven Zerfall, zudem wann ist noch wie viel da, wie viel strahlt das jetzt, wie gefährlich ist das eigentlich bei der Spaltung, wie viel Energie lässt sich damit denn eigentlich gewinnen. Und auch bei der Kernfusion, wie wird da Energie gewonnen oder wann braucht es auch Energie? Das kann man eben alles auf Basis dieser Formel ausrechnen. Genau. Und damit bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und hoffe, euch irgendwann wiederzusehen bei irgendeinem Seminar, wo wir das dann nochmal genauer vertiefen können. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.